Hallo, hier ist Podcast von Sven Heidenreich, wieder mit einer kleinen Bonusfolge und ich möchte euch heute zeigen, wie man am einfachsten der Blinzeln Community beitritt. Also am besten ist, man geht in die, also wenn ihr euch die Blinzeln App runtergeladen habt, dann geht ihr einfach mal in die Blinzeln App. Olympus Orden, mit Code Ort, soziale Netze Ordner, 5, Seite 1 von 2, einstellen, Seite 2, Team, Delta Card, Blinzeln. So, jetzt Blinzeln aktualisiert sich die Blinzeln App. Überschrift. Alle Kategorien, Taste. Genau. WhatsApp, jetzt, Nadia, okay, etwa Kategorien, Überschrift. Genau. Und wenn die sich dann aktualisiert hat, dann alle Kategorien, Inhalt, geht ihr auf WhatsApp. Also auf die Kategorie WhatsApp. Genau, da geht ihr rauf. Auswahl, Stimmgabel. Du singst im Kirchenchor. Genau, und jetzt haben wir schon die erste Kategorie, also die erste Gruppe, das ist die Gruppe von der Stimmgabel. So. Die Stimmgabel, das ist für Musiker, da können sich Musiker austauschen, also jeder, der da irgendwie Interesse hat, ne? Und hier gibt es einen Einladungslink, also wenn man weiter swiped. Stimmgabel, du singst im Kirchen, im Safari öffnen. Die Karte genau, Anmeldung an Safari öffnen, Safari öffnen, steht nämlich genau daneben. Und da müsst ihr halt drauf und dann könnt ihr den Einladungslink auf jeden Fall öffnen und dann funktioniert das dann auch. Ich kann es jetzt natürlich nicht machen, weil ich ja schon in der Gruppe bin. Deswegen kann ich es auch jetzt nicht direkt vormachen. Da müsste ich jetzt, Aber das ist die Möglichkeit, um dazu zu gehören. Wenn ihr dann in der Blinzeln-Community seid, ne? Also nehmen wir mal an, ihr habt es dann geschafft und seid jetzt auch in der Stimmgabel drin, habt jetzt also durch den Beitrittslink seid ihr in der Stimmgabel, dann seid ihr in der Community Blinzeln. Und dann könnt ihr Folgendes machen. Dann geht ihr wieder in WhatsApp. Ich schließe jetzt mal die Blinzeln-App wieder. Abbruchschalter. Blinzeln. Aktiviert. Blinzeln schließen. Quatschcard. Genau. Ich gehe jetzt wieder in WhatsApp rein. Olympus Ordnung mit Code. Soziale Netze Ordner. 15 ab. Seite 1. Tele. Ins Twitter. WhatsApp. Facebook. WhatsApp. 1 neues Ob. Genau. WhatsApp. 1. 1. Zurücktaste. 1. Deine Sprachnachricht. 1. 1. Zurück 1, zurück 1. Gut, ich war jetzt noch im Chat drin. Bearbeiten, Taste. Dann gehe ich auf Communities. Tab, Leiste, Auswahl, Communities, Tab. So. Na, auf den Tab Communities. Jetzt bin ich in dem Tab Communities. So, und da habe ich jetzt meine ganzen Communities, meine ganzen Gruppen. Also es wird alles angezeigt, was in den Communities so ist. Jetzt gehe ich auf die, gucke ich mal auf nach Blinzeln. Blinzeln, Überschrift, Blinzeln. Blinzeln, Vorfreude, Nachricht. Genau, hier habe ich die ganzen Gruppen. Und da wird mir auch angezeigt, welche Gruppen ich noch nicht habe. Und wenn ich jetzt also, ich nehme jetzt mal eine Gruppe, die ich noch nicht, wo ich noch nicht Mitglied bin. Einstellung, Cards, ein Objekt, Auswahl, Anrufe, Status, alle Anzeigen, Taste. Also man muss immer auf alle Anzeigen, das muss man mal bestätigen, damit auch wirklich alles anzeigt. Blinzeln, Bauchgefühl. Blinzeln, 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 Eleonore, Blinzeln, Holosoide, Taste, Blinzeln, Mac. Genau, und jetzt haben wir hier eine Gruppe, nehmen wir mal, welche Gruppe nehmen wir mal jetzt, um es euch mal zu zeigen. Blinzeln, Android, Taste, Blinzeln, Group, Taste, Blinzeln, E4, Taste, Blinzeln, Holosoide, Taste, Blinzeln, Mac, Taste, Blinzeln, Nephon, Taste, Blinzeln, Poet, Taste, Blinzeln, Tower, Taste, Community verlassen. Taste. Blinzeln Nephon. Blinzeln Mac. Dann nehmen wir mal Blinzeln Mac. Einfach mal, um euch zu zeigen. Ich habe zwar keinen Mac, aber gut, vielleicht habe ich ja irgendwann mal einen. Könnt ihr ja, also ich werde mich jetzt auch mal hinzufügen lassen. Einfach nur, damit ihr seht, wie das funktioniert. Also ich gehe jetzt auf die Blinzeln Mac, auf die Gruppe. Mache ich Doppeltipp, ne? Schließen. Taste. Schließen. Taste. So. Blinzeln Mac erstellt Plus 24. Die Welt der Apple Computer mehr Anzeigen.
Beitrittsanfrage stellen. Genau, und dann haben wir hier Beitrittsanfrage stellen. Und da muss ich rauf. Beitrittsanfrage stellen. Taste. Kartensteuerung. Und jetzt, ja, jetzt kann ich weiter swipen. Nachricht an Admin. Genau. Abbrechen. Taste. Abbrechen. Admin suchen. Suchfeld. Genau, und jetzt. Sebastian Berit. Genau, und hier ist der Sebastian Robert ja schon als Taste. Admin. Na, da geht man auf die Nummer. Blinzen, die Welt mit anderen Augen sehen. Oder Sebastian Berit. Admin suchen. Sebastian Berit. Keine Anrufe. Nur WhatsApp. Taste. Genau, da geht man auf den Sebastian. Also ihr habt ja nur die Nummer, weil ihr habt den ja nicht in Kontakten. Ich habe ja den Sebastian im Kontakten eingespeichert. Habe ich einfach gemacht, weil, ja, einfach weil, damit ich ihn habe. So, und da geht ihr dann rauf. Ne? Und dann wird automatisch diese Nachricht erstellt für ihn. Ne? Ich kann das ja mal machen. Nachricht erstellen. Textfeld. Bearbeiten. Könntest du mich bitte der Gruppe hinzufügen? Genau. Einfügemarke am Ende. Genau, und hier wird jetzt schon gesagt, da steht schon alles drin. Also wenn man ihn angeklickt hat, dann steht das schon drin. Ne? Könntest du mich bitte der Gruppe hinzufügen? Und Medien senden, Sticker und Bios, senden, Taste. Dann geht man auf Senden. Sticker und Bios, Taste, senden, Taste. Das mache ich jetzt einfach mal. Senden, Sprachnachricht, Taste. So. Das heißt also, ich werde jetzt wahrscheinlich auch in der Gruppe Mac angenommen. Ich habe zwar, wie gesagt, keinen Mac, aber ich interessiere mich für den Mac. Und ja, vielleicht kann ich ja auch trotzdem in die Gruppe. Aber so, so habt ihr einfach mal gesehen oder gehört, wie das funktioniert. Ich hoffe, dass es einigermaßen verständlich war, weil ja VoiceOver immer dazwischen quatscht. Aber jetzt wisst ihr ungefähr, wie man, ja, wie das funktioniert. Ja, genau. Dann mache ich jetzt wieder die Bildschirm. Jetzt, dann beende ich die Bildschirmaufnahme gleich wieder. Moment. Kontrollzentrum. Mobile. Vor. Wieder. Next. Aus. Bild. Fällig. Laut. Vogt. Auswahl. Bildschirm auf. Steuerungen öffnen. Auswahl. Verzehnt. Dienstag. Messenger. Mike. Telegram. Zoom. Der ganze Bildschirm. Aufnahme. Stopp. Mikrofon. Aufnahme. Stoppen. Genau. Taste. Das war also jetzt, ja, so tritt man der Blinzeln-Community bei. Wenn noch Fragen sind oder es noch ein bisschen unklar ist, dann, ja, fragt mich einfach. Ansonsten, ja, so funktioniert das. So, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Dann hört man sich in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Bildschirmaufnahme stoppen.